Willkommen zum neuen Video. Heute werden wir uns einmal eine zweite Plattform zu Cake DeFi anschauen. Also nicht zu Cake DeFi, sondern eine alternative Plattform, wo man auch Interest generieren kann. Nochmal herzlich willkommen zum neuen Video. Heute werde ich über eine zweite Plattform sprechen, in die ich jetzt, sagen wir mal, große Hoffnung setze, auch in den nächsten Jahren einiges an Geld zu verdienen. Und ich habe jetzt eine kleine Summe auf dieses Konto überwiesen, um ich werde gleich zeigen, wie das Ganze handeln werde. An dieser Stelle muss ich sagen, alles, was jetzt mit dieser Plattform zu tun hat, egal auch mit Cake DeFi und so weiter, ist keine finanzielle Beratung. Nur, dass wir das einmal geklärt haben. Im Endeffekt, jeder ist für sein Geld selber verantwortlich und was er damit macht. Und wenn es mir das nachmacht, ist natürlich jedem sein eigenes Risiko. Ich persönlich werde wahrscheinlich ziemlich große Summen auf diesen Plattformen in den nächsten Jahren haben und dadurch eben sozusagen Interest generieren. Gut, an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an einen Freund von mir, der was mir diese Plattform empfohlen hat. Gut, welche Plattform ist es? Es ist die Plattform Nexo. Nexo ist im Endeffekt eine ähnliche Plattform wie Cake DeFi, nur dass da viel, viel mehr schon möglich ist als auf Cake DeFi und die Renditen sind auch sehr attraktiv. Ich habe jetzt da eingezahlt, also wir haben eingezahlt 0,43 Bitcoin eingezahlt, gegenwärtig circa ungefähr 20.000 Dollar und ich habe Nexo Token gekauft, da ich hier sozusagen auch Kredite nehmen kann auf der Plattform. Ich werde das Ganze jetzt da ein bisschen näher vorstellen, was die Plattform kann, was ich von ihr erwarte und wie ich jetzt in den nächsten Jahren sozusagen plane. Gut, also was kann die Plattform? Im Endeffekt ist es ähnlich wie Cake DeFi in dem Lending-Programm. Das heißt, ihr könnt hier eure Kryptowährungen reingeben und ihr generiert da sozusagen Interest. Je nachdem, was für Kryptowährung ihr jetzt da drauf habt oder ob ihr das Ganze mit Stablecoins macht oder sogar mit normalen Fiat-Geld, das heißt Euro, Dollar, Pfund, kriegt ihr recht große Interest Rates. Und das ist natürlich sehr, sehr gut, jetzt, wenn wir jetzt bedenken, okay, wenn wir wirklich dann über 100.000 gehen und so weiter, dass wir hier in zum Beispiel Fiat gehen können, beziehungsweise Stablecoins gehen können und über die nächsten Jahre über den Bärenmarkt eine gute Rendite erwirtschaften, ohne sozusagen den Kryptomarkt zu verlassen. Also wenn man in Fiat geht, ja, dann verlässt man den Kryptomarkt, aber man kann ja auch in Stablecoins gehen, wo man tendenziell die gleichen Renditen hat wie bei Fiat-Währungen. Wir schauen uns das Ganze einmal kurz an, einmal so ein grober Overview. Im Endeffekt, was ich jetzt auch geplant habe, ich habe jetzt auch geplant, dass ich sozusagen so eine Art Compounden wäre. Das heißt, dieser Betrag, der was jetzt da drauf ist, also die Bitcoin und die Nexo-Token, die sind jetzt auf dieser Plattform und ich werde in den nächsten Jahren sozusagen mit dieser Plattform, mit diesem Geld arbeiten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, vielleicht weil ein bisschen aufstocken, je nachdem wie gut es funktioniert, aber das ist jetzt erst einmal eine Testphase für mich. Gut, was haben wir hier? Bei der Plattform haben wir einmal das Portfolio, seht ihr hier den Gegenwert in Dollar, dann habt ihr einen sogenannten Kreditrahmen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Kryptowährungen einzahlt, das heißt, ihr habt hier eingezahlt 0,43 Bitcoin, ca. 20.000 Dollar und mein Kreditrahmen ist dann sozusagen 50% von dem, was ich an Krypto in meinem Portfolio halte. Das heißt, diese Kryptowährungen werden sozusagen als Sicherheit hergenommen, wenn ich mir jetzt einen Kredit nehme. Ich habe schon ein bisschen was probiert sozusagen. Ich kann mir jetzt einen Kredit nehmen. Da geht man einfach hier drauf, Kreditrahmen, das ist da zurückzahlen. Und hier kann man sozusagen Geldmittel aus dem Kreditrahmen rauszahlen. Das heißt, mit diesen 23.000 Dollar ist mein Kreditrahmen jetzt 10.400. Das könnte man jetzt theoretisch auf mein ganz normales Bankkonto auszahlen, was ich nicht machen werde. Ich kann mir das in einen Stablecoin, in USD-Coin oder in Tether auszahlen lassen, auf dem Konto. Was ich dann machen kann mit dem Ganzen, ist folgendes. Ich kann mit diesem Geld weitere Kryptowährungen kaufen. Und wenn ich das mache, dann wird mein
und die Kryptowährungen landen natürlich darin, dann wird meine gesamte Balance höher und mein Kreditrahmen wird auch höher. Das heißt, man kann dann sozusagen bis zu einem gewissen Level compounden und seine Kryptowährungen erhöhen. Das mache ich jetzt nur, wenn man zum Beispiel jetzt wirklich an Market Structure Change sehen, wenn wir wirklich höher gehen und die nächsten paar Wochen bzw. das Monat grün schließen, dann sind wir auf dem richtigen Weg dann zu neuen Höhen. Dann werde ich das machen, das heißt mir sozusagen einen Kredit nehmen und weiter Bitcoin kaufen, dass ich hier sozusagen auf 0,6, 0,7 Bitcoin komme und dann sozusagen den ganzen Spaß nach oben mitnehmen, mit sozusagen mehr Bitcoin. Was hier noch zu bemerken ist, ist folgendes: Es gibt so ein Loyalty-Programm, so ein Loyalty-Level. Das heißt, wenn ihr euch was leiht hier, dann haben wir hier 10, bei 11,9% pro Jahr geht es los. Und je nachdem, wie viele Nexo-Token ihr sozusagen in eurem Wallet habt, dann kriegt ihr eine bessere Rate. Das heißt, ich bin hier jetzt auf dem Platinum-Level, da ich jetzt 10%, also mehr als 10% von meinem Gesamtportfolio in Nexo-Token halt, kriege ich sozusagen diesen Kredit, den was ich mir nehme, für einen Jahreszins von 5,9%, was ziemlich gut ist. Und es wird auch, man kriegt auch Boni auf die ganzen Services, was Nexo so bietet. Das heißt, Saving Interest von Kryptowährungen, von Fiat und Stablecoins ist jeweils erhöht. Das heißt, hier von Stablecoins sind wir schon bei 10%, was richtig gut ist. Genau, deswegen habe ich auch diese Nexo-Token gekauft. Andernfalls hätte ich das nicht gemacht. Genau, was haben wir jetzt noch? Hat eine integrierte Exchange, in dem man sozusagen Krypto kaufen kann, verkaufen kann und swappen kann. So schaut das Ganze aus. Und in jeder Kryptowährung hat man dann sozusagen die Wallets, was man verwalten kann. Bei Bitcoin ist das Ganze so, dass in dieser Balance sozusagen in der Spareinlage jetzt hat 0,43 Bitcoin drinnen sein, das ist ja 19.000 Dollar und die werden mit einem normalen flexiblen Zins von 5% pro Jahr direkt, wenn ihr es einzahlt und in dieser Spareinlagen-Wallet drin ist, kriegt ihr tägliche Ausschüttungen, also 5% pro Jahr kriegt ihr an Bitcoin. Ihr könnt das Ganze dann auch hier rüber transferieren in den Kreditrahmen-Wallet. Das heißt, wenn ihr euch einen Kredit nehmen wollt, dann schiebt ihr das Ganze ins Kreditwallet. Und dann ist es sozusagen, wenn ihr euren Kredit nehmt, dann ist es sozusagen gelockt. Da kriegt ihr dann keine Interest Rates drauf. Allerdings, wenn ihr eure Kryptowährungen nur vermehren wollt, dann ist das hier das richtige Wallet. Das gibt es auch bei allen anderen Wallets. Das heißt, hier bei Nexo ist das gleiche. Hier habt ihr das Sparwallet. Da kriegt ihr sozusagen Auszahlungen. Prozentuelle Auszahlungen, was die Firma erwirtschaftet, das ist der Nexo Ökosystems Token. Ihr könnt das Ganze dann allerdings auch in den Kreditrahmen Wallet verschieben, um eben ebenfalls auf diese Nexo Token einen Kreditrahmen zu bekommen. Das seht ihr hier, das ist der Wert von euren Kryptowährungen und das ist der sozusagen der Kreditrahmen, was Nexo euch gewährt. Ihr könnt auch bei Bitcoin zum Beispiel, beim Flexiblen ist es so, dass es komplett flexibel ist. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, eure Kryptowährungen runterzuziehen. Ihr könnt das Ganze dann auch auf einen Fixterm umschalten und dann kriegt ihr 1% mehr. Dann könnt ihr zum Beispiel eine gewisse Menge locken, könnt einstellen, ob es automatisch erneuert werden soll und dann könnt ihr den Term aktivieren. Das ist ähnlich wie die Batches bei CakeDeFi beim Lending. Genau. Das war es auch schon. Tendenziell ist es ziemlich intuitiv. Es gibt eine App auch dazu und in Kürze gibt es auch ein Voting-System, wo man dann voten kann, welche neuen Kryptowährungen hier reingezahlt, also aufgenommen werden sollen. Zusätzlich gibt es natürlich nur Fiat On- und Off-Ramp, das heißt, ihr könnt hier Fiat rein- und auszahlen. Ihr könnt in über 40 Länder, glaube ich, könnt ihr ganz normal Banktransfers machen und so weiter. Das ist schon einmal ein gutes Zeichen,
wenn ihr sowas habt, dass es eben legitim ist, es ist reguliert und es ist, es gibt eine gewisse Sicherheit dabei. Ich glaube, es sind 375 Millionen oder sowas auf die Einlagen. Genau, aber wie gesagt, ihr könnt euch da gerne nochmal informieren. Ich bin zuversichtlich, dass es ganz gut funktioniert. Meine weiteren Pläne werde ich euch dann verraten. Ihr habt auch hier dann hier noch einen Rechner. Ihr könnt euch dann ausrechnen, wie es ausschaut eben mit dem mit der Credit Line, wie viel ihr erhaltet. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Bitcoin hier einzahlt, dann habt ihr 22.000 Dollar Credit Line. Und wenn ihr, wenn ihr ein paar Nexo Token auch noch haltet, dann sind wir bei 5,9% pro Jahr. Das wären dann täglich 3 Dollar und im Jahr sind es 1.300 für einen Kredit von 22.000. Ist ziemlich gut, auf alle Fälle. Sehr günstig. Was das Earning angeht, haben wir da bei Stablecoins, sagen wir mal, wir haben jetzt da um 100.000 Dollar drinnen, dann sind das 12.000 pro Jahr und monatlich werden das dann ungefähr um die 1.000 Dollar, was auch nicht schlecht ist. Das werden wir dann sehen, wenn wir dann sozusagen Kryptomarkt abgeschlossen haben, wenn alles, wenn wir im Bärmarkt übergehen, unsere Gewinne rausholen und dann werden wir das auch sehen, was ich da ungefähr an Summen reinbuttern werde. Genau, das ist dann mein Langzeitplan sozusagen über das Jahr gewisse Rendite zu erwirtschaften mit Stablecoins oder Fiat-Währungen. Gut, das war jetzt einmal ein kurzer Overview über die Plattform Nexo, die was ich jetzt auch verwenden werde. Wie ihr seht, ist schon ein bisschen was eingezahlt. Und wir werden dann sehen in den nächsten Monaten, wie es jetzt dann mit den Renditen ausschaut und wie der weitere Plan ist und wann ich dann sozusagen meinen Kredit nehme, um eben einen gewissen Compound-Effekt zu haben. Wie gesagt, alles auf eigene Gefahr. Bei mir ist auch mein eigenes Geld involviert. Genau, gut. Wenn euch solche Videos gefallen, gebt mir gerne ein Like auf das Video und vergesst den Channel nicht zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder.